Hallo und herzlich willkommen bei Rayman Legends und der Weekly Challenge. Es geht mal wieder in Murphys Katakomben und wir müssen schauen, dass wir so weit wie möglich kommen. In dem Fall 1452 Meter ist unser erreichbares Ziel, das wir heute brauchen. Und ja, starten wir einfach mal hier direkt in diese Runde. Es geht eigentlich wie immer sehr, sehr einfach los. Klar, dieses Mal sind jetzt halt eben, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr viel von diesen Kombinationen hier aufschieben, zuschieben und so weiter da. Und gegen später werden es recht viele, ja, wie soll ich sagen, von den Augen, die wir klatschen dürfen. Ich glaube, ich werde mal heute wieder einen Zähler einbauen. Kann ich ja jetzt gleich noch in der Post-Production machen. Gut, hier starten wir soweit ganz einfach durch. Wir springen einfach drüber. Es ist ja kein Problem, es ist ja alles der einfache Bereich. Da muss ich euch nicht großartig was erzählen. Das sind einfach nur Reaktionsfragen, dass wir halt eben hier den guten Murphy halt eben zur richtigen Zeit halt eben aktivieren. Gut, hier abschneiden. Hier auch nochmal abschneiden, alles kein Problem. Da lassen wir uns ein bisschen drüber schweben, dass wir den auch am Kopf treffen können. Hier auch wieder rüber, einfach durchrennen. Den hier ziehen wir nach unten einmal. Dann wieder abschneiden, abschneiden. Hatten wir gerade eben schon mal alles. Ist alles eine Wiederholung. So, jetzt haben wir schon die 600 Meter Pause. Hier kommt eine witzige Kombination. Zweimal die Kugeln hintereinander. Und hier haben wir auch schon erste Auge, zweite Auge, dritte Auge, vierte Auge. Ja, also es werden eine ganze Menge in dieser Runde. Könnt ihr jetzt nachher halt dann auch entsprechend noch sehen. So, hier nochmal einmal drüber. Dann ziehen wir den hier entsprechend runter. Gehen hier wieder auf die nächste Plattform. Die könnten wir natürlich runterziehen, aber ist immer ein bisschen umständlich. Zu viel Arbeit muss auch nicht sein. Hier nochmal weiter, hier wieder weitere Augen klatschen. Und wir bekommen schon zur 900 Meter Pause. Müssen allerdings, wie gesagt, 1452 heute schaffen, damit wir in den Goldbereich kommen. So, hier, das ist natürlich immer auch ein bisschen eklig, wenn man versucht ist, halt eben das Murphy zweimal zum aktivieren und dadurch das Teil halt wieder runterzieht. Hier haben wir jetzt eine ganze Menge Augen. Gut, und gehen weiter in diesem Bereich, kennen wir auch alles. Also die Elemente sind sehr, sehr einfach gewählt heute und sollte eigentlich für euch kein großartiges Problem sein, so weit halt eben zu kommen. Zur Not könnt ihr euch die einzelnen Stellen natürlich nochmal ganz langsam anschauen und ja, halt eben Absprungzonen und so weiter genau analysieren. So, hier drüber, den schneiden wir wieder ab, noch einmal Auge klatschen und schon kommen wir in die Rampe und das ist eigentlich so die Grenze jetzt, wo es langsam mit Schwierigkeiten ein bisschen anzieht. Das heißt, wenn wir die geschafft haben, dann wissen wir, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Hier kommt jetzt gerade dieser Bereich wieder, hier hochziehen, damit wir besser drüber kommen. Hier lassen wir uns drüber geleiten, gehen einmal schön durch, haben schon die 1560 hier drüber und da ziehe ich den außersehentlich zu langsam runter. Ich werde allerdings diese Woche werde ich das Ganze nochmal ein bisschen spielen. Ich schaue jetzt mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Von Zahlen her, vom Platz her haben wir, glaube ich, die 10% geschafft. Schauen wir mal rein. 52 von 830, ja, das werden so 7%, 8% rum sein. Ja, aber alles ganz gut gehalten und ja, ich hoffe, ihr schafft es auch so gut. Wünsche euch viel Glück da dabei, gebt einen Like und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Runde hier bei Rayman Legends. Bis dann!